Anna hatte einen kleinen Jungen geboren, aber die Ehe hielt nicht lange und sie ließen sich bald darauf wieder scheiden. Gina heiratete ihren Beamten. Frank und ich waren zum Polterabend eingeladen, aber irgendwie war alles ganz anders. Gina war überhaupt nicht mehr das verwegene Mädchen, was ich von früher kannte. Frank und ich planten eine Reise mit dem Auto nach Sizilien zu machen. Katharina regte sich fürchterlich darüber auf. Im Auto, ihrer Meinung nach, flog man irgendwo in ein schickes Hotel und genoss den Service. Katharina flog schon seit Jahren im Winter mit dem Musiker nach Nairobi. Sie machten Safaris und waren ganz verliebt in dieses Land. Ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, dass sie irgendwo anders, außer einmal auf den Bahamas, ihren Urlaub verbracht hat als in Afrika. Frank und ich freuten uns. Wir buchten kein Hotel, sondern fuhren einfach ins Blaue hinein. Ich liebte so seinen Musikgeschmack. Er hatte zig Kassetten bespielt. Und ich liebte es, im Auto neben ihm zu sitzen, wie die Landschaft vorbeiglitt und seine Musik und ein Käsebrot. Frank hatte mich ja schon in alle möglichen Konzerte geschleppt, David Bowie und Pink Floyd. Bei Udo Lindenberg waren wir auch gewesen. Ich kannte ja nur klassische Musik von zu Hause und Geige und Klavier. Wir fuhren über die Schweiz nach Italien, standen schließlich auf der Piazza della Signoria, von dem die Florentiner Dante ins Exil geschickt hatten, wie Frank mir erklärte, und dass ich auf historischem Boden stand. Frank war ja so gebildet und er ließ es überhaupt nicht raushängen. Das hat mich sehr imponiert. Später saßen wir am Rande des Neptunbrunnens und tranken Wein aus der Flasche. Wir besichtigten Rom und verbrachten die Nächte im Auto oder lagen im Schlafsack auf einer Wiese. Die Fahrt ging weiter zum Golf von Neapel. Wir verbrachten einen ganzen Tag in Pompeji und aßen in einer Osteria am Abend Caprese und Weißbrot. Wir schraubten die Sitze im Auto herunter, stellten unsere Schuhe vor die Tür und liebten uns. Am nächsten Morgen fuhren wir bei Sonnenaufgang weiter bis Cosenza. Frank zitierte während der Fahrt ein Gedicht von Graf August von Platen. Er liebte nämlich genau wie ich Gedichte und er konnte es komplett auswendig aufsagen. Und ich lese es euch im Anschluss an diese Folge einmal vor. In Cosenza besichtigten wir den Dom, schlenderten später Hand in Hand einer Anhöhe auf und liefen durch die Ruinen des Castello Svevo aus dem 5. Jahrhundert. In Reggio setzten wir mit der Fähre über nach Sizilien. Wir mieteten ein kleines Häuschen in Catania und lagen die meiste Zeit am Strand. Frank versuchte mir das Schachspielen beizubringen. Er versuchte es. Der einzige Ausflug, den wir machten, war auf den Ätna. Und dann war der Urlaub vorbei. Die Rückfahrt ging mit der Fähre von Palermo nach Genua. Die Kabine war klein und das Bett schmal. Tagsüber saßen wir auf Deck und genossen den Fahrtwind. Sardinien glitt vorbei und am späten Nachmittag kamen wir in Genua an. An der Grenze wurden wir gründlich durchsucht. Scheinbar sah Frank mit seinen längeren Haaren und dem schwarzen Schnurrbart für die Zöllner wie ein Terrorist aus. Das Grab am Bosento. Nächtlich am Bosento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder. Aus den Wassern schallt es Antwort und in Wirbeln klingt es wieder. Und den Fluss hinauf, hinunter ziehen die Schatten tapferer Goten, die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten. Allzu früh und fern der Heimat mussten hier sie ihn begraben, während noch die Jugendlocken seine Schulter blond umgaben. Und am Ufer des Bosento reihten sie sich um die Wette, um die Strömung abzuleiten, gruben sie ein frisches Bette. In der wogenleeren Höhlung wühlten sie empor die Erde, senkten tief hinein den Leichnam mit der Rüstung auf dem Pferde.
deckten dann mit Erde wieder ihn und seine stolze Habe, dass die hohen Stromgewächse wüchsen aus dem Heldengrabe. Abgelenkt zum zweiten Male ward der Fluss herbeigezogen. Mächtig in ihr altes Bette schäumten die Bosento-Wogen. Und es sang ein Chor von Männern: Schlaf in deinen Heldenehren, keines Römers schnöde Habsucht soll dir je dein Grab versehren. Sangens und die Lobgesänge tönten fort im Gotenheere, wälze sie, Bosento-Welle, wälze sie von Meer zu Meere. Wenn es euch interessiert, müsst ihr das mal googeln. Der junge Westgotenkönig Alarich, 410 nach Christus, hatte Rom geplündert und man vermutet, dass er wahrscheinlich im Flussbett des Bosento begraben liegt. Man sucht noch heute nach dem Grab und seinen Schätzen und hat es bisher aber nicht gefunden. Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.